Heute diskutieren wir diesen Rasen. Denn es gibt ein Problem, der sieht einfach aus, wie wenn der seit Jahren nicht mehr gepflegt wurde. Aber das ändert sich genau heute. Wir machen das Moos, nehmen wir raus mit so einem Vertikutierer, so heißt die Maschine. Dann tun wir das Moos zusammenrechnen. Wir haben jetzt den Rasen schön vertikutiert. Hinten sind wir noch dran. Aber jetzt fangen wir hier schon mal an mit der Nachsaat. Gleichzeitig zur Nachsaat tun wir noch Dünger rein, Rasendünger, und das mischen wir am besten gerade, weil dann stimmt es vom Mischungsverhältnis. Dann sieht man schön, wo man hat und wo eben nicht. So. Sieht man da? Schöne Mischung. Jetzt werden sie da in kreisförmigen Bewegungen. Wird so schön verteilt. Also heute haben wir da mit der Vertikutiermaschine den Rasen aufgekraut. Natürlich immer schön kreuzweise. Und jetzt, das ist unsere gute Rolle. Da wir jetzt angesät haben und die Erde natürlich offen gekraut ist, wird sie jetzt wieder zuplaniert, dass die Samen nicht von den Vögeln weggefuttert werden und somit der Samen auch stabil am Boden bleibt und keimen kann. So, dann lassen wir mal rollen. Da werden die Samen schön wieder reingedrückt, aber nicht untergearbeitet, sondern nur oberflächlich, damit die Vögel die nicht wegpicken, dass der Regen den nicht wegschwemmt. Lasst uns schauen, wie das in ein paar Monaten ausschaut. Bleibt unbedingt dran, es wird spannend.